Wunderschönen guten Abend. Es freut mich sehr, dass Sie mich so zahlreich sehen. Die ganze Zeit habe ich auf diese Hauptbühne gewartet, ja, wann der Vortrag endlich losgeht, bis man mir gesagt hat, du bist ja da hinten in dem Raum. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt im ganz intimen Kreis die nächsten 2 bis 3 Stunden einen... Was ist denn? Ja, Wochen. Es kann einen Tick länger gehen. Gut, wenn Sie die Zahnbürste mit haben. Zu einem spannenden Thema uns austauschen werden. Besonders spannend finde ich meine Bezeichnung Martin Geiger. Den Namen kriegt man immer noch hin, aber dann gehört darunter effizienter Tainer. Und der Veranstalter hat schon ein R reingeschmuggelt und hat es effizienter Trainer genannt, weil mit dem Entertainer tut man sich einfach schwer. Effizienter Trainer ist so eine Bezeichnung. Wo kommt's her? Was soll's bedeuten? Ganz einfach, wenn du die Dinge, die du tun musst, so schnell wie möglich erledigst, hast du für die Dinge, die du gerne tust, umso mehr Zeit. Also das ist der Effizienzpart, genauso wie der Entertaining-Part. Und ich hoffe, ein Stück davon kann ich in den nächsten 4 bis 5 Stunden eben vermitteln. Ja, wir sperren jetzt auch gleich zu, sodass keiner mehr rauskommt. Effizientertainment, was ist so mein täglich Brot? Im Grunde geht es darum, dass ich meinen Kunden verhelfe, weniger zu arbeiten und mehr zu leben. Und das gleichzeitig, und das geht, ja. Und ein Stück davon werde ich Ihnen möglicherweise vermitteln in den kommenden Minuten. Jedenfalls ist es tatsächlich so, dass ich immer gefragt werde, effizienter Trainer, wie wird man das eigentlich? Und im Grunde ist es wirklich eine sehr, sehr komplexe Ausbildung, ja, die einiges erfordert. Ich will es jetzt aber nur sehr komprimiert darstellen, den Rest verrate ich Ihnen gerne im Anschluss im Detail. Tatsächlich ist es so, du musst wirklich intensivst, jahrelang alles falsch machen, was du so in Verbindung mit Zeit auch nur falsch machen kannst. Und ich verspreche Ihnen, also ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich war sehr gründlich in einer Art Selbststudium über Jahre hinweg. Und das Ergebnis dieser Arbeit ist eben, dass ich Ihnen heute sagen kann, 10 Wege, ich habe mich auf 10 beschränkt, 10 unfehlbare Wege sogar, die es gibt, um sein Leben zu verplempern. Und die stelle ich Ihnen vor, in aller Ausführlichkeit, sodass Sie im Anschluss sagen können, der 11. Weg ist, einen Vortrag zu besuchen auf der Movie Meets Media, wo drinnen jemand über unfehlbare Wege sein Leben zu verplempern redet und draußen die Riesenparty stattfindet. Ja, tatsächlich, wenn du natürlich in so einem Rahmen einen Vortrag hältst, dann musst du dich wirklich extremst vorbereiten. Also das habe ich getan. Ich habe wirklich Studien gelesen. Ich habe im Internet recherchiert. Ich habe in Zeitschriften geguckt, was ich Ihnen mitbringen kann heute an Rocket Science für dieses Thema. Und in einer ganz bekannten Management-Zeitschrift habe ich eine tolle Studie gefunden. Management-Zeitschrift. Sagen Sie mir mal eine. Ich weiß jetzt im Moment nicht mehr, in welcher Stand. Ja. Manager, nee, die andere. Nee, RTV. Im RTV. Also da stand folgende Statistik. Tatsächlich ist es so, dass jeder Dritte, oder jede Dritte natürlich, in sich die Fähigkeit trägt, ein absolut glücklich und erfülltes Leben zu führen, indem er wirklich nur das Wesentliche macht, ja, alles tut, was sein Leben eben glücklich und erfüllt gestaltet und Aufschieben höchstens von seinem Nachbarn kennt. Jeder Dritte ist also in der Lage, effektiv bessere Ergebnisse zu erzielen in allerkürzester Zeit. Und um diese Statistik mal zu überprüfen, würde ich Sie bitten, drehen Sie sich doch jetzt alle mal nach links und schauen sich mal den Menschen, der da neben Ihnen sitzt, von oben bis unten ganz genau und kritisch an. Und im Anschluss daran bitte ich Sie, drehen Sie sich ruhig auch mal nach rechts und gucken auch mal, wer sitzt denn da so neben mir, und schauen Sie auch den von oben bis unten höchst kritisch und genau an. Bin also überzeugt, es kann gar kein Zweifel daran bestehen, bei jeder dritten Person kann es sich demnach nur um Sie ganz persönlich handeln. Ehrt mich umso mehr, schön, dass Sie trotzdem den Weg hierher gefunden haben. Die Frage ist, was will ich Ihnen jetzt in den nächsten Minuten vermitteln? Also ich würde vorschlagen, wir gucken uns erst mal an, woraus besteht unser Leben überhaupt? Also das heißt, wo geht die ganze Zeit hin? Die zweite Frage ist dann, was ist das Ergebnis meines Selbststudiums? Also welche Top-Möglichkeiten gibt es, sein Leben zu verplempern?
Nicht, dass das für Sie relevant wäre, aber vielleicht kennen Sie jemanden, der davon betroffen ist und dem können Sie es dann weitererzählen. Das ist die Idee dahinter. Und last but not least, wenn wir dann so nach 7 bis 8 Stunden wirklich, wenn Sie immer noch können und immer noch hier drin sind, dann verrate ich Ihnen vielleicht auch ein paar quick and dirty Tipps, wie Sie den anderen Weg einschlagen können, aus diesen Sackgassen auch wieder rauskommen. Und wer dann noch da ist und wach, ja, also das gehört natürlich zusammen, für den habe ich eine ganz besondere Überraschung noch mitgebracht, so eine kleine Herausforderung für die nächsten 72 Stunden. Verrate ich Ihnen später. Okay, also das ist so der Inhalt, den ich Ihnen gerne vermitteln möchte. Jetzt muss ich mal ehrlich fragen, hier vorne wäre noch ein Platz im Übrigen, wenn Sie gern sitzen möchten. Jetzt muss ich mal fragen, so kurze Umfrage, wer überhaupt betroffen ist von dem Thema. Wer kennt denn jemanden? An der Stelle war gar kein Lacher eingeplant. Also wer kennt denn jemanden, der das Problem hat, dass manche unserer Tage gut und gern 48 Stunden haben müssen, damit wir unsere To-Do-Liste auch nur so zur Hälfte abgestrichen bekommen? Bitte kurz mal Handzeichen. Okay. Und wer von Ihnen ist jetzt wirklich hier, weil er sich erhofft, von mir Tipps zu bekommen, wie er in Zukunft Zeit sparen kann? Bitte nochmal Handzeichen. Ich muss Sie leider enttäuschen. Also ich werde Ihnen meine Tipps, Zeit zu sparen, nicht verraten. Warum? Meine Tipps, Zeit zu sparen, würden für Sie gar nicht funktionieren. Wie kann ich mir so sicher sein? Weil ich es ja, wie gesagt, schon 20 Jahre probiert habe. Die haben ja nie für mich funktioniert. Also denke ich, wird es bei Ihnen ähnlich sein. Aber vielleicht liegt es auch einfach nur an diesem Begriff Zeit sparen. Denn tatsächlich, glaube ich, ist das der falsche Kontext. Wenn wir stattdessen vielleicht mal Zeit vergleichen mit Geld, und Sie stellen sich mal vor, Sie haben ein Bankkonto, auf dem Sie jede Nacht um 0 Uhr 24 Stunden draufgebucht bekommen. Das ist Ihr Guthaben. Und jede darauffolgende Nacht um 0 Uhr ist das Konto auch wieder ratzeputzleer. Ja? Dann werden Sie feststellen, Mensch, an den Tagen, an denen ich diese 25. Stunde bräuchte, ich bekomme auf diesem Konto keinen Dispo-Kredit. Ja? Und andersrum gibt es so Tage, nicht jetzt bei Ihnen, aber bei Leuten, die Sie vielleicht kennen. Da wissen wir mit unserer Zeit gar nichts anzufangen. Da hätten wir also manche Stunden übrig und wünschten uns so eine Art Guthabenszins, wenn es mal wieder eng wird. Gibt's auch nicht. Wir haben also nur diese 24 Stunden. So gesehen ist dieser Begriff Zeitsparen schon völlig verkehrt. Frage ist deshalb, wie könnten wir es stattdessen bezeichnen? Wie investiere ich meine Zeit? Und wenn wir uns das immer wieder mal fragen, was ist die beste Investition meiner Zeit? Dann hoffe ich, wenn Sie hier rausgehen, also wenn die Tür wieder aufgesperrt wird, dass Sie dann sagen können, hey, es war gut investierte Zeit. Okay, Frage, gut investierte Zeit. Wofür brauchen wir Zeit? Wie sieht unser Leben tatsächlich aus? Ich habe mir sagen lassen, wir werden im Schnitt so 76 Jahre. Das ist so der Durchschnitt. Jetzt, glaube ich, die Damen werden etwas älter als die Männer, ja? Ist richtig, ne? Ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang gibt, aber tatsächlich ist es so, 76 Jahre. Und jetzt ist die Frage, wofür, glauben Sie, wenn wir es mal zusammenfassen, in Jahren gerechnet, wofür geht die meiste Zeit drauf? Schlafen, stimmt. 27 Jahre unseres Lebens schlafen wir schlichtweg. Meine Vorträge noch gar nicht mitgerechnet. Ich bin sehr erleichtert, dass Sie schlafen sagen, weil oft ist die erste Reaktion arbeiten. Aber tatsächlich ist Arbeiten weit abgeschlagen auf Platz 2. Im Durchschnitt arbeiten wir gerade mal 10,5 Jahre. 10,5 Jahre, die wir mit Arbeiten zubringen. Wer von Ihnen ist denn selbstständig? Kurz mal Handzeichen. Okay, dann ist natürlich für Sie 10,5 Jahre nicht so wirklich der relevante Bezug. Denn für viele Selbstständigen ist es ja so, dass sie sagen, ja, so ein 8-Stunden-Job, das ist für mich nicht mehr als ein Halbtagsjob. Ich liebe die 40-Stunden-Woche so, ich mache die zweimal jede Woche. Tatsächlich ist es aber so, dass Sie den Mittelwert nehmen müssen zwischen Leuten, die gar nicht berufstätig sind, also der Rest, der jetzt nicht sich gemeldet hat, der als Privatier vielleicht schon, ja, einfach nur noch von einer Party zur anderen hoppt. Und denjenigen, die wirklich auch 20 oder 30 Jahre arbeiten. Aber das ist die Nettoarbeitszeit. Ja? Also Sie müssen ja abziehen die Wochenenden, wenn Sie noch Wochenenden haben. Sie müssen vieles andere abziehen und unterm Strich 10,5 Jahre. Das ist der Betrag, den Sie wirklich an der Zeit
Betrag, den sie tatsächlich in ihre Arbeit stecken. Mittelwert. Es ist für Selbstständige eben so eine Sache, diejenigen, die sich jetzt gemeldet haben, unabhängig davon, was sie tun, ist gar nicht relevant, ob sie jetzt in der Medienbranche oder in einem ganz anderen Job sind. Was ist eigentlich ihr Hauptjob als Unternehmer? Letzten Endes Zeit in Geld verwandeln, oder? Egal, was sie machen. Sie müssen ihre Zeit irgendwo investieren, um sie letzten Endes in Geld zu verwandeln. Das ist ihr Hauptjob, egal, was wir tun. Zeit ist Geld, wusste ja schon der Ober und addierte das Datum zur Rechnung. Ja? Aber tatsächlich ist Zeit das, was sie an Währung reinstecken, um letzten Endes dann ein Ergebnis rauszuholen. Und das in 10,5 Jahren, damit wir die restlichen 66 Jahre dann so angenehm wie möglich gestalten. Kommen wir zum dritten Punkt. Also wir haben jetzt Schlafen und Arbeiten schon mal weg. Was glauben Sie, kommt auf Platz 3? Sie müssen es doch wissen. So ist es. So ist es. 7,6 Jahre unseres Lebens sitzen wir vor dem Fernseher. Eigentlich gehört dieser Punkt schon zu der Aufzählung der 10 Dinge, ja, mit denen wir unser Leben verplempern. Aber ich habe mich nicht getraut, ja, zu Movie Meets Media, also Fernsehen als... Ich habe mich einfach nicht getraut. Aber tatsächlich ist ja manchmal so, dass wir unser eigenes Leben nicht spannend genug finden und stattdessen im Fernsehen gucken, wie andere Leute Reis und Bohnen essen. Also, wie gesagt, ich weiß, wovon ich spreche, weil ich habe es ja jahrelang selber gemacht. Ja. Tatsächlich 7,6 Jahre Fernsehen und es ist die einzige Zahl, da habe ich Ihnen auch noch die Vergleichszahlen aus den Staaten mitgebracht. Was glauben Sie in Amerika? Wenig oder mehr? Mehr. Geringfügig mehr, 19,5 Jahre. Warum werden die Amis jetzt so viel älter? Ob trotz Fast Food, vielleicht sparen sie da ein bisschen Zeit? Nein, da ist das Stichwort Multitasking. Es funktioniert zwar nicht, aber der Fernseher läuft halt vielleicht, während wir schlafen, während wir arbeiten, während viele andere Dinge. Also zwischen 7,6 und 19,5. Ich hoffe, jetzt, Sie sind da keine Ausnahme von der Regel und bei Ihnen ist die Quote noch höher. Ja. Aber dann kommt schon deutlicher Abstand so zu den folgenden Sachen. Zum Beispiel Schule. 2,6 Jahre unseres Lebens gehen wir zur Schule. Also 2,6 Jahre. Wenn Sie die ganzen Pausen, die ganzen Ferien abziehen, die Wochenenden. Viele überlegen sich in dem Moment natürlich, Mensch, da wäre vielleicht Lehrer gar keine schlechte Berufswahl gewesen. Ja? Tatsächlich, beim Lehrer sind es dann halt doch noch 10,5 Jahre. Aber 2,6 Jahre Schule. Nächster Punkt, fand ich auch ganz spannend. 2 Jahre wirklich. Kürzlich im Radio gehört, 2 Jahre, liebe Damen, geht drauf für das Suchen in Handtaschen. Ich sehe betroffene Gesichter. 2 Jahre für das Suchen in Handtaschen. Das könnte alleine erklären, warum die Frauen älter werden als die Männer. Sie brauchen die Zeit einfach. So. Und dann gibt es eine schöne Zahl, 1,5 Jahre. 1,5 Jahre unseres Lebens nichts tun. Jetzt sehe ich viele junge Gesichter, Sie können mit dem Begriff nichts tun, nichts anfangen. Ich übersetze kurz, chillen. Und wenn Sie nachher aber wirklich Eindruck machen wollen an der Bar, dann ist chillen ja auch schon out. Es gibt jetzt diese Kombination aus chillen und relaxen. Und das heißt chillaxing. Also wenn Sie mal wirklich richtig auf die Kacke hauen wollen, dann gehen Sie nachher da raus und sagen, und Baby, gehen wir noch eine Stunde chillaxen. Ja? Dann sind Sie ganz vorne dabei. Ja, das sind 1,5 Jahre, die wir wirklich dafür verwenden. Und jetzt geht es schon ganz, ganz in den Keller, ja, unserer Zeitverwendung, nämlich Sport. Also nicht Sie jetzt, ich weiß, total sportlich. Aber sonst auf den anderen Vorträgen, die ich so halte, quer durch die Republik, da stimmt es total. 0,2 Jahre Sport. Sie kennen natürlich die Statistik. Moment, wenn ich jeden Tag 30 Minuten jogge, ja, dann werde ich ja 2 Jahre älter. Stimmt. Also wenn Sie jeden Tag 30 Minuten joggen, werden Sie 2 Jahre älter. Blöd nur, dass das Joggen Sie dann 5 Jahre kostet. Ja, rechnen Sie es mal aus, also es will wirklich gut überlegt sein. Rechnet sich das noch? Ja, und dann haben wir noch ein Schlusslicht, also ja, ähnlich traurig wie der Sport. Sie ahnen es wahrscheinlich. Sex. 0,2 Jahre Sex.
Höhepunkt war nicht mehr zu ermitteln, ja, so, aber der gesamte Akt 0,2 Jahre. Nicht am Stück jetzt natürlich, ja, sondern schon so im Lauf ihres Lebens. Natürlich versuchen dann viele, sagen, Mensch, Sport nur 0,2 Jahre, Sex nur 0,2 Jahre, kombiniere ich es halt, mach sehr, sehr sportlichen Sex, okay, ist eine Lösung, aber mit 0,4 Jahren sind sie immer noch total das Schlusslicht. Also, jetzt überlegt der eine oder andere schon, dafür die Tues-Postkarte, ja, wäre eine Möglichkeit, die ins Schlafzimmer zu hängen, ja, so als Motivationsspritze gewissermaßen. Ich habe jetzt gestern Morgen einen Vortrag gehabt, das war so ein Follow-up-Workshop und da kommt jemand zu mir und sagt, Herr Geiger, also ich muss Ihnen sagen, ich habe das probiert mit der Tues-Postkarte, hängt im Schlafzimmer, aber hat nichts gebracht. Aber ich bin weiter dran. Dann ist ja schon super. Also ich finde noch eine andere Verwendung für die Karte, aber das wäre eben eine Möglichkeit. Also so sieht unser Leben aus. Ich habe Ihnen jetzt bewusst noch ein paar Punkte ausgelassen, aber da geht's dahin. Und dann sind 76 Jahre vorbei. Und die Frage ist, wie verbringe ich die Zeit dazwischen? Und ja, ich habe Ihnen eben eine Hitliste quasi mal aufgestellt. Und also meine ganz persönliche Hitliste, bitte. Sie können über die Fehler, die ich da so gemacht habe, herzhaft lachen, weil es sind ja meine Fehler. Nur wenn Sie betroffen zu Boden schauen, dann machen Sie sich verdächtig. Ja? Also tatsächlich Platz 10 der Dinge, der unfehlbaren Wege, sein Leben zu verplempern, ist Informationsüberflutung. Schauen Sie, die Zeit, in der wir 1000 neue Informationen bekommen haben, also mit 1000 neuen Infos konfrontiert wurden, die betrug im Jahr 1900 noch glatte 6 Monate. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis wir 1000 neue Infos bekommen haben. 60 Jahre später, im Jahr 1960, die gleiche Menge an Infos innerhalb einer einzigen Woche. Wir haben jede Woche 1000 neue Informationen bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, bevor ich Ihnen die Zahl von heute nenne, ja, was glauben Sie denn, was haben wir inzwischen, was es 1960 noch nicht mal ansatzweise gab? Immer sagt jemand Internet als erstes. Stimmt, wir hatten noch kein Internet. Aber wissen Sie, was wir 1960 auch noch nicht hatten, was zwingend erforderlich ist, um überhaupt ins Internet zu kommen? Was glauben Sie? Meistens sagen wir immer Smartphone. Ja. Das sowieso nicht. Ja. Wir hatten 60 noch nicht mal PCs. Noch nicht mal Computer. Ich habe die Frage schon mal gestellt auf einem Versicherungsmaklerforum in Fulda. Wirst du auch angestrahlt von ganz vielen Scheinwerfern, stehst auf einer Bühne und guckst in so ein schwarzes Loch. Die Theaterschauspieler unter ihnen kennen dieses Gefühl, also so ziemlich anonym. Heute sehe ich wenigstens alle Gesichter, falls jemand einschläft, ja, kann ich rütteln. Aber dort stehst du also da oben, siehst in ein schwarzes Loch und sagst, was brauchen wir denn zwingend, um überhaupt ins Internet zu kommen? Ruft's von unten hoch aus dem schwarzen Loch, Strom! Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es 1960 in Fulda aussah. Aber ich bin überzeugt, in Berlin Strom hatten wir auf alle Fälle schon damals. Und ja, tatsächlich ist es aber wirklich so, wir werden von Informationen nur so überflutet. Heute 1000 neue Infos jede einzelne Stunde. Jede Stunde 1000 neue Infos. Die Frage ist jetzt, okay, wie gehe ich damit um? Zunächst mal, es wächst eine ganz andere Generation heran, ja, inzwischen. Also ich habe zu Hause so einen kleinen Nachwuchseffizientertainer, inzwischen ist er 13, der saß schon vor 3 Jahren so vorm Rechner und hat mich gefragt, Papa, was war eigentlich deine Lieblingswebsite, als du so alt warst wie ich? Das schmeichelt mir zwar sehr, aber er schätzt einfach die grauen Schläfen ein bisschen falsch ein. Also tatsächlich, wir werden überflutet von Informationen. Was könnte jetzt ein möglicher Ausweg sein? Also meines Erachtens ganz klar, Sie sollten eine Not-To-Do-Liste anfangen. To-Do-Listen hat jeder von uns. Fangen Sie mal mit einer Not-To-Do-Liste an. Was sollte ich in Zukunft weniger tun? Und da sollte als allererster Punkt oben stehen auf dieser Not-To-Do-Liste, machen Sie mal eine Informationsdiät. Also das, ich habe es ausprobiert, ist die einzige Diät, die ich wirklich durchhalte, ist die Informationsdiät. Das heißt, vielleicht bestellen Sie die Tageszeitung ab. Oder Sie verzichten drauf, morgens als erstes mal auf Spiegel Online zu gucken oder welche Seite auch immer. Warum? Weil es einfach eine Verschwendung Ihrer wertvollen Lebenszeit ist, dort die Nachrichten von gestern zu lesen. Ich weiß, viele sagen dann, Moment, aber du musst ja informiert sein. Echt? Also ich lese keine Tageszeitung, ich schalte ab, wenn Nachrichten kommen.
was auch immer. Ich höre keine Radiosendung und trotzdem kriege ich mit, wer Dschungelkönigin ist. Also die relevanten Infos kriegen sie alle. Und wenn es ihnen jemand spätestens hier dann erzählen kann. Also das war Nummer 10. Auf Platz 9 der Dinge, die wirklich wertvolle Lebenszeit verschwenden, kommt dann natürlich das Internet itself. Heute ist es doch so, es kommt doch niemand mehr zur Tür rein und sagt guten Tag. Die Leute kommen heute in den Raum und die erste Frage oder der erste Satz lautet, gibt's Netz, oder? Das ist das Erste, was man so hört. Ja? Und inzwischen habe ich mir sagen lassen, Leute, die, also junge Leute, die irgendwann mal so an das Himmelstor kommen, ja, und die haben die Option, Gott nur eine einzige Frage zu stellen. Wissen Sie, wie die lautet? Wie ist denn hier das WLAN-Passwort? Ja? Das ist so die einzige Frage, die uns wirklich noch beschäftigt, weil wenn wir kein Netz haben, sind wir plötzlich von der Außenwelt gänzlich abgeschnitten. Und heute Morgen habe ich noch gelesen, wenn wir mal überlegen, dass es vor, wo in der RTV, im RTV glaube ich ist gestanden, nein, in der Psychologie heute, dass wir, da ging es um Multitasking, dass wir tatsächlich im Jahr 2000, heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, hatten wir weder YouTube, noch Facebook, noch Google. Können Sie sich noch an eine Zeit vor Google erinnern? Echt? Ja, ja, überhin. Ja. Also all die Dinge, die wir vor 10, oder wie heißt dieses Facebook mit Krawatte? Xing, genau. Xing, also das sind ja alles Dinge, die gab es 2000 noch überhaupt nicht. Und inzwischen ist unser Leben so vereinnahmt davon, dass es fast unvorstellbar ist, ohne klarzukommen. Und einher mit dem Internet kam natürlich auch was? Die elektronische Post. Platz 8 in meinem Ranking, auf jeden Fall E-Mails. E-Mails. Früher habe ich den Tipp gegeben, hey, bitte nicht morgens als erstes deine E-Mails abrufen. Damals dachte ich nicht als erstes, wenn du im Büro sitzt. Heute sage ich, bitte wart doch wenigstens bis nach dem Zähneputzen. Die Leute gehen mit ihrem Handy ins Bett, ja, wachen mit ihrem Handy auf und das Erste, was wir tun, ist, wir checken natürlich erstmal den Status, ja, auf Facebook oder anderen Social-Media-Kanälen, aber dazu später mehr, ja, in der Podiumsdiskussion. Und als Nächstes rufen wir unsere Mails ab. Hey, Sie müssen bedenken, jede Mail, die Sie erhalten, ja, ist ja nichts, was Sie aktiv gestalten, sondern Sie reagieren immer nur. Eine Mail bedeutet immer, Sie stehen gerade auf der Agenda eines anderen Menschen. Also der schickt Ihnen was, weil er irgendwas von Ihnen will. Die Frage ist, ist das wirklich wertvoll verbrachte Lebenszeit oder gibt es da vielleicht den Plan B? Und der lautet für mich, bitte nicht morgens als erstes E-Mails abrufen, sondern als erstes machen Sie bitte irgendwas anderes, irgendwas Sinnvolles. Und seltenst hat es mit Mails zu tun. Niemand wünscht sich irgendwann auf dem Sterbebett, hätte ich nur mehr Zeit mit E-Mails verbracht, oder? Also ich hoffe. Ja. Das ist für mich meines Erachtens eben ein Riesenkapitel, das wir ganz schnell wieder zumachen sollten. Dann haben wir den Platz 7 und der passt ja irgendwie zu diesem Thema E-Mails. Der lautet meines Erachtens diese ganzen technischen Updates, die wir heute schon brauchen von unseren Geräten. Ich meine jetzt nicht nur diejenigen, die immer noch mit Microsoft-Computern arbeiten, ja, weil wieder irgendwie was nicht funktioniert, sondern ich meine tatsächlich, dass wir so viele Geräte haben, die alle synchronisiert werden wollen, die alle irgendwie funktionieren müssen. Wer von Ihnen hat ein Handy? Kurz mal anzeigen. Okay. Also auch wenn Sie zwei haben, eine Hand würde mir reichen. Ja. Schauen Sie mal, die Handys sind mobile Alleskönner. Ja. Die können eben dank Smartphone, können wir damit unsere Mails abrufen. 65% aller Mails werden inzwischen via Telefon beantwortet im Übrigen. Wir können damit unsere Termine verwalten. Manche können inzwischen Kaffee kochen. Wir können natürlich ins Internet telefonieren, funktioniert hier und da auch noch. Und selbstverständlich fotografieren. Wer von Ihnen hat denn ein Handy, was auch Fotos macht? Kurz mal Handzeichen nochmal bitte. Sie merken schon, interaktiver Vortrag, ja. Der würde um 9 nicht mehr funktionieren, aber jetzt geht's noch. So, also die nächste Frage ist natürlich, wenn Sie so ein Handy haben, wer von Ihnen, der jetzt gestreckt hat, hat trotzdem noch ein Digitalfotoapparat, weil der macht einfach bessere Bilder, sind wir doch mal ehrlich.
Aha, okay. Und diejenigen, die jetzt gestrickt haben, wer von Ihnen hat dann auf seinem Rechner irgendwo zu Hause auch noch diesen Ordner mit den ganzen Bildern, die wir irgendwann, wenn wir mal mehr Zeit haben, dann auch synchronisieren, benennen und frisch sortieren? Das strecken nur die, die schon fast draußen sitzen. Ja, genau. Und ich wette bei Ihnen, gnädige Frau, da hinten, ja, da gibt es vielleicht irgendwo auch noch im Schrank ganz unten oder im Keller diesen Schuhkarton mit Fotos, ja, mit den Urlaubsfotos, die wir irgendwann, wenn wir mal mehr Zeit haben, in das Album einkleben und die wirklich schön beschriften und so weiter und so fort. Letzten Endes, wir verschwenden einen Haufen Lebenszeit, ja, nur mit dem Synchronisieren von diesen ganzen Geräten, von dem ganzen Kram und schieben dann noch die Dinge auf, die wir damit tun könnten, weil wir wollen, aber irgendwie auch doch nicht.